Willkommen zurück hier beim Saisonfinale unseres Fußballmanagers, unserer Fußballmanager-Karriere mit Schalke 04. Wir kommen jetzt zu den Leihspielern. Hier kriegen wir entweder Angebote, Kaufoptionen werden gezogen oder. Spieler kommt jetzt in dem Fall zurück. Auch okay ist. Ein Account des Spieler möchte zurückkommen, okay. Okay. Der ist stark geworden, ne? Spieler möchte zurück. 79 Innenverteidiger. Weitere Option da, die wir dann da haben. Den geben wir ab. Kritiker braucht Aufmerksamkeit. Machen wir. Was ist mit ihm? 4 Millionen Ablösesumme Teamplayer. Was ist er denn für einen Marktwert? 8,5 Millionen. Wie lange hat der Vertrag? 32. Gehen wir ab, oder? Ja. Spieler möchte zu. Auch er, 78, wow. Patrick Jahn hat sich auch gut gemacht. Okay. Ein Arsimular sowieso jemanden, den wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr in die Startelf werfen. Auch er mit einer 80 mittlerweile kann sich sehen lassen. 81 sogar hier. Da werden auf jeden Fall die Karten sehr neu gemischt zur neuen Saison. Etonde. Spielstärke 73. Er wird nach Hannover wechseln, alles klar. Spieler will zurück, okay. Er hat sich auch gut gemacht. Den geben wir nicht ab. Neuen Talent. Den werden wir nächstes Jahr nochmal weiter verleihen, hoffentlich. Genug Vertrag bei uns. 32, okay. Den behalten wir. Der kann sich dann, wenn der Ovejan da die Karriere beendet, kann er sich auf der linken Seite mit Arning zusammen drum kämpfen. Boah, den verkaufen wir für 14 Millionen. Ne? Ich weiß nicht, was dagegen spricht. 10 Millionen Marktwert, fairer Preis, machen wir. Haben wir noch ein bisschen Budget zur neuen Saison. Ja, auch hier links außen, linker Verteidiger, nach oben gegangen. Ist sogar noch schlechter geworden, Zlatan Ibrahimovic. Mit seinem Namen eher nicht gerecht. Okay, uninteressant. Okay, ist ein bisschen hochgegangen, braucht aber noch ein bisschen Zeit. Ah, Werner wird Fußballer des Monats, aber zwei Spieler von uns waren mit dabei. Naja. Wir fragen mal die Sponsoren, ob wir noch ein bisschen Geld kriegen. So, jetzt wird's richtig heftig mit den Spielen. Gegen Gladbach, dann Leipzig. Also wenn es richtig schlecht läuft, verpassen wir den vierten Platz in der Liga und scheiden jetzt im
Europa League aus. Das wäre so das Schlechteste, was passieren kann. Auf der anderen Seite, vielleicht schaffen wir es ins Finale und den vierten Platz zu angeln. So, geht's rein. Team Hirashi, Anna, Unahi, John Stone. Erste Mannschaft. Muscara rein. Ob ich nehme Philogene mit rein anstatt Olise. Hygiene an beide Seiten besser und irgendwie auch zuletzt mehr Tore gemacht. Unahi Bellingham, was ist mit Bischoff? Naja, die sind besser drauf. Mahic muss spielen. Stevens oder Muscara. Geh damit rein. Geh damit rein und hoffentlich setzen wir uns da durch. Wir brauchen ja einen Treffer auf jeden Fall. Mit einem 0 zu 0 sind wir draußen. Schwer genug. Wir müssen zwei Tore erzielen. Wir spielen auf jeden Fall schon anders wie im Hinspiel, machen mehr. Gladbach trifft aber die Latte. Die große Chance und der Ball ist drinne wieder Asprilla, der zuletzt echt überragend spielt. So Unahi mit der gelben. Und Gladbach kommt zurück. Kone mit dem 1 zu 1. Jetzt brauchen wir wieder ein Tor, um zumindest auszugleichen. Dann sind wir draußen. Insebaini mit der gelben. Glanzparade. Nächste Riesenchance. Henrik trifft nicht. Wir spielen gut, wir spielen gut. Unnötig dann das 1 zu 1 kassiert. Weitermachen. Wieder Aspia. 2-1. Und jetzt nachlegen, Leute. Gladbach kommt. Ruhe bewahren. Abte mit dem Treffer. So, und jetzt werden wir weiter. Und jetzt können wir auch ein bisschen mit der Zeit spielen. So, wir bringen mal Quane rein für Enric als ersten Wechsel. Ah Mann, Gladbach gleicht aus. Ovejan. Standardsituation vielleicht jetzt. Ein Mittel, was wir gebrauchen. Der natürlich perfekt mit seinen Standardqualitäten.
Eifer tun wir für Ciao auswechseln. Unahi für Bischof, aber wegen der gelben Karte und Mosquera rein. Ich komme was über die Kolumbien. Duo über die rechte Seite. So, jetzt in die Nachspielzeit, in die Verlängerung. Die spielen zu Hause, das macht natürlich eine Menge aus. Mir auch die Chance, doch treffen nicht. So, Riesenchance. Geht nicht rein. Nutzen unsere Chancen nicht. Gladbach kommt auch vors Tor. Immer noch unentschieden. Letzte Halbzeit der Verlängerung. Ansonsten wird es hier ein Elfmeterschießen. Danach sieht's aus. Wir kommen nochmal vors Tor. Riesenchance. Und wir treffen. Bellingham auf in den Lauf von Bischoff. Und er trifft. Und was sind das für Geschichten, die hier geschrieben werden? Könnt ihr euch noch erinnern am Anfang der Saison? Bellingham, Bischoff, die Todfeinde per se. Und jetzt mit einer super Kombination und ein unglaubliches Tor, was uns ins Finale führt. Das sind Geschichten, die nur der Fußball oder der Fußballmanager schreibt. Und mit dieser, ja, Leistung noch zum Ende da reinzuziehen, das ist echt unglaublich. Echt unglaublich. Und wer wird der Gegner werden? Es wird Manchester United. Und wir haben nach langer Zeit nochmal die Möglichkeit, einen Titel zu holen und dann direkt einen europäischen Titel. Wahnsinn, Wahnsinn. Sind hier die neuen Eurofighters geboren worden? Das werden wir sehen gegen einen übermächtigen Gegner aus Manchester, ob wir uns da dann durchsetzen werden. Puh. Das wird richtig heftig. So, es geht gegen Leipzig jetzt weiter. Gegen Leipzig geht es weiter. Wo wir ja schauen müssen. Drei Spiele sind es noch. Eins gegen Leipzig. Bremen spielen wir auch noch und Man U. Wo wir schauen müssen, dass wir eigentlich müssen wir gewinnen. Ich meine, die haben auch keinen Druck auf dem Kessel, ne? Die haben jetzt 5 Punkte Vorsprung. Die wollen natürlich jetzt die Meisterschaft sicher machen, ne? Aber wir brauchen die Punkte dringender, denn Wolfsburg ist noch den Platz vor uns und die können natürlich, je nachdem wie die spielen, den vierten Platz jetzt sichern. Vorletzten Spieltag. Deswegen dürfen wir hier eigentlich nicht verlieren. Und genau so läuft es hier, wie es nicht laufen sollte, nämlich mit einem 1-0-Rückstand in der Anfangsphase, treffen dann den Außenpfosten. Und Leipzig ist hier erstmal in Führung. Wir hätten auch rein theoretisch noch die Chance, über den Europapokal uns für die Champions League zu qualifizieren. Das wäre halt auch ein Spiel, wo wir uns gegen Manchester durchsetzen müssen. Also haben wir rein theoretisch zwei Optionen. Aber das wird schwierig genug. Und Abde mit dem Ausgleich. Richtig gut. Wir sind zurück im Spiel. Leipzig jetzt mit der Riesenchance und der Führung kurz vor der Pause. Ja, die sind super abgezockt. Super schwierig da sich durchzusetzen gegen die. Ja, und jetzt ist es 3 zu 1, Smadzic, und wir haben jetzt nicht den Hauch einer Chance mehr. Hier 1. So, jetzt müssen wir mal wechseln.
So, wechseln hier alles, was wir haben. Und hoffentlich gehen wir hier nicht komplett unter. Leipzig nochmal mit dem Angriff. Hier ein bisschen schneller. 4-1 gehen wir unter in Leipzig. War es das mit den Chancen auf Platz 4? Nein, denn Wolfsburg verliert. Und die spielen am letzten Spieltag gegen Dortmund. Die haben jetzt zuletzt gewonnen. Die haben keine Chancen mehr, aber die wollen den sechsten Platz verteidigen gegen Gladbach. Also die Karten sehen doch nicht so schlecht aus, ne? Ich meine, unentschieden bei gleichzeitiger Niederlage Wolfsburg würde uns auch den vierten Platz bringen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die uns da diese Schützenhilfe bringen. Herr Leipzig leider wegen uns Meister geworden. Wir haben ja auch Bayern geschlagen. Das habe ich eigentlich nicht so gerne gemacht, aber das ist die Ausgangsposition jetzt. Also wir haben jetzt zwei Chancen. Zwei Siege. Und wir sind höchstwahrscheinlich in der Champions League. Im einen auf jeden Fall. Bei einem Gewinn der Europa League. Bei einem Sieg gegen Bremen. Denke ich mal, dass sich da Dortmund so anstellt, dass wir hier dann das auch hinkriegen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und dann das absolute Saisonfinale gibt es dann im nächsten Part. Richtig gut.